And in Revelation 13 and verse 2, und in Offenbarung Kapitel 13 Vers 2, speaking about the Antichrist, und hier ist die Rede von dem Antichristus, it says the dragon Satan gave him his power, his throne and great authority. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. According to the book of Revelation, the throne is in Pergamum. Gemäß dem Buch der Offenbarung befindet sich der Thron in Pergamus. Now, I leave it to you to consider how far that agrees with the clear statements of the Bible. Ich überlasse es euch, Les, inwieweit das ganz klar mit den klaren Aussagen der Bibel übereinstimmt. But what is important for all of us is this. Was aber für uns alle so wichtig ist, ist Folgendes. To recognize the spirit of Antichrist at work. Um den Geist des Antichristus, der schon am Wirken ist, zu erkennen. To understand what its objectives are. Um zu erkennen, welches seine Zielsetzungen sind. Which are to remove Jesus. Nämlich um Jesus zu beseitigen. And to replace him with another. Und ihn mit einem anderen zu ersetzen. And to know how we should conduct ourselves in the middle of this war. Und wir dann wissen sollten, wie wir uns in der Mitte eines solchen Krieges verhalten sollen. And one thing is important, und eines ist dabei wichtig, that we recognize we're in a war. Dass wir erkennen, dass wir uns in einem Kriegszustand befinden. We're not living in peaceful times. Wir leben nicht in friedlichen Zeiten, we're living in times of tremendous pressure, sondern wir leben in Zeiten von einem ungeheuren Druck, tremendous danger, ungeheuren Gefahren, when tremendously powerful forces would totally swallow up the church. Wo ungeheuer mächtige Kräfte die ganze Gemeinde Jesu verschlingen wollen. And their main weapon is deception. Und ihre Hauptwaffe ist Irreführung. How many of you would not wish to be deceived? Wie viele von euch wollen niemals irregeführt werden? Well, I'd like to pray for you. Dann möchte ich für euch beten. And I'm going to put my hand up too. Und ich werde auch meine Hand dazu erheben. I don't want to be fooled by Satan. Ich will nicht von Satan irregeführt werden. But I don't take it for granted. Aber ich nehme es nicht als selbstverständlich. The fact that I speak in tongues is not a guarantee. Die Tatsache, dass ich in neuen Sprachen bete, ist keine Garantie. There's only one way of safety. Es gibt nur einen sicheren Weg. It's to love and obey the word of God. Das Wort Gottes zu lieben und ihm gehorchen. And to esteem it more than your daily bread. Und es mehr zu schätzen als das tägliche Brot. So let's stand to our feet and so pray wollen together. Wir uns erheben und zusammen beten. I want you to pray with me. Betet jetzt mit mir. I'll start out in prayer and then you pray too, because every one of you needs to pray. Ich fange an mit dem Beten und jeder von euch soll mitbeten. Ihr müsst mitbeten. There's not one person here that could not be deceived. Denn es gibt keine Person hier, die nicht in irgendeiner Weise getäuscht werden könnte. And that includes the preacher. Und das schließt den Prediger ein. Father, we come to you in the name of Jesus. Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu. We thank you for the salvation you granted us through Jesus. Wir danken dir für die Erlösung, die du uns in Jesus gewährt hast. We are grateful for that salvation. Wir sind für diese Erlösung so dankbar. We thank you for that one all-sufficient sacrifice of Jesus. Wir danken dir für das allgenügsame Opfer Jesu. And we acknowledge that there's only one appropriate response. Und wir bekennen, dass es nur eine geeignete Reaktion darauf gibt. Which is to give our lives to you without reservation. Nämlich unser Leben dir ohne Zurückhaltung zu schenken. And Lord, we want to do that now. Und Herr, wir wollen das jetzt tun. We want to give ourselves to you. Wir wollen uns dir ausliefern. We want to submit to you totally. Wir wollen uns dir ganz hingeben. So that we may be able to resist the devil and he will flee from us. So dass wir dem Teufel widerstehen können und er dann von uns fliehen muss. Accept this prayer, Lord. Nimm dieses Gebet an, Herr. And grant us your mercy. Und gewähre uns deine Barmherzigkeit. That we may be found faithful. Dass wir als treu erfunden würden. Because we acknowledge it's only by mercy that we will be faithful. Denn wir bekennen nur durch deine Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit können wir es sein. And we depend upon you. Und wir sind von dir abhängig. In Jesus' name. In Jesu Namen.